wird uns das neue Jahr bringen? Hoffentlich eine neue Bundesregierung. Das zumindest wünschen sich aktuell 54% der Bürger, wie eine repräsentative INSA-Umfrage im Auftrag von NIOS ergab. Sie sagen ganz deutlich Nein zum Gehampel in der Ampel. Lediglich 25% der Befragten sprachen sich für den Fortbestand der rot-gelb-grünen Koalition aus. Am 8. Januar nächsten Jahres, also am Montag in 2 Wochen, geht ganz Deutschland in den Generalstreik gegen unsere Ampel. Ganz Deutschland rebelliert gegen die korrupte und zerstörerische Politik von Rot-Gelb-Grün. Und hier kannst du zum Beispiel mal sehen, wie letzten Montag die Landwirte alle Autobahnen blockiert haben und am 8.1.24, also in 2 Wochen, werden sie es wieder tun. Aktuell sind ja bereits mehrere Flyer im Umlauf und täglich werden es mehr Betriebe und mehr Menschen, die sich an diesem Generalstreik beteiligen. Hier siehst du zum Beispiel Generalstreik am 8.1.24 gemeinsam mit den Landwirten. Oder hier Tag des Widerstandes, nieder mit unserer Regierung. Und auch hier, wir sind dabei in allen Landeshauptstädten. 20 Ärzteverbände, die haben nun die niedergelassenen Ärzte ab heute zum Streik aufgerufen. Daher bleiben nämlich aus Protest wegen der starken Belastung der Mediziner durch die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach viele Praxen bis einschließlich Freitag geschlossen. Und nach Schätzungen des Wirchebundes könnten somit tausende Praxen erst ab 2. Januar wieder öffnen für dringend. Kritik an dem Streik kommt dagegen von der Stiftung Patientenschutz. Auch der SPD-Minister Lauterbach zeigte kein Verständnis für den Ärztestreik nach Weihnachten und verwies auf die vielen Krankheitsfälle. Aber diesmal werden nicht nur die ganzen Autobahnen dicht sein, sondern auch alle Innenstädte. Alles wird lahmgelegt mit eurer Hilfe. Und es gibt keine einzige Chance, dass wir mit der Ampel jemals aus der Rezession wieder rauskommen. Und Rezession heißt, wir schrumpfen. Wir alle werden weniger haben, aber trotzdem wird alles teurer. Und deswegen müssen wir da raus. Außerdem haben wir auch Rekordabwanderung von großen Firmen in Deutschland und Rekordinsolvenzen. Die Tagesschau schrieb, Zahl der Großinsolvenzen auf Rekordniveau. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten schreiben, neue Studie, 300.000 Firmen in Deutschland von Insolvenz bedroht. Generalstreik am 8. Januar in komplett Deutschland. Wird neben den Bauern auch noch andere Branchen daran teilnehmen, wie zum Beispiel die Lkw-Fahrer, die Spediteure und auch andere Bereiche in Deutschland? Oder wird es komplett floppen und ist schon jetzt, bevor es eigentlich losgegangen ist, komplett zum Scheitern verurteilt? Ich hatte bereits drüben im Olli Investiert-Kanal ein Video über dieses Thema gemacht. Bauernprotest am 8. Januar jetzt schon gescheitert. Und da haben einige zugestimmt, dass es sehr, sehr kritisch sein wird, wenn das Ganze weiterhin so abläuft, wie es abläuft, sprich, dass der Bauernverband so stark involviert ist. Denn, wie einige von euch mitbekommen haben, ist der Bauernverband, ich sag mal, ein bisschen politisch. Das liegt halt daran, wir sehen halt hier zum Beispiel demonstrieren, ja, aber wir stehen für friedliche und demokratischen Protest. In aller Deutlichkeit distanzieren wir uns von extremen Randgruppen, die unsere Aktionswochen kapern wollen. Nicht mit uns, heißt es hier. Und man distanziert sich natürlich wieder mal von der bösen Seite, dass hier irgendwas erzählt wird von Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen extremen Randgruppen und Spinnern, die hier auch noch bezeichnet werden, etc. pp. Und da muss man doch allen Ernstes sagen, habt ihr wirklich so einen Angstbauernverband? Oder liegt es vielleicht daran, wie ihr auch politisch aufgestellt seid? Und dann sehen wir nämlich hier den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes. Das ist der Joachim Ruckwied. Und dann gucken wir uns doch mal, hier ist ja dargestellt, der Lebenslauf von dem Herrn an. Und dann sehen wir den nämlich hier, Heilbronn geboren und so weiter und so fort. Alles uninteressant. Interessant sind hier der Part berufsständische Ämter, die hier mit unten angegeben werden. Und wenn man nämlich ein bisschen weiter recherchiert, ist der Herr Ruckwied nämlich auch Mitglied im Verwaltungsrat der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und wer ist denn da noch drin? Also ich, so, und wen sehen wir denn noch sonst hier drin? Wir sehen hier drin den Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Wir sehen hier drin eine Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und so weiter. Wir sehen hier oben beispielsweise einen Christian Lindner drin. Wir sehen hier auch einen Bundesminister für Wirtschaft, sprich unseren Robert Habeck und eine Annalena Baerbock etc. pp.
Nur das Problem dabei ist ja, dass der Bauernverband, der in Anführungszeichen Organisator dieses Generalstreiks am 8. Januar ist, vielleicht wird der einlenken, wird zu seinen Mitgliedern dann sagen, wir brauchen das nicht mehr, die sind jetzt ein bisschen eingeknickt zum Anfang des Jahres, könnte ich mir vorstellen, wir haben hier ordentliche Eingeständnisse erwürgt, wir haben nicht locker gelassen, das hat funktioniert, das hat geklappt. Und unterm Strich werden dann vielleicht die Steuern nicht hier 23 Cent pro Liter verteuert quasi, sondern vielleicht nur 13 Cent, nur in Anführungsstrichen. Oder es wird diesen Kompromiss geben, über den ich schon berichtet hatte, dass es hieß, man hat so und so viel 100 Liter pro Jahr frei und darüber, wenn man dann mehr verbraucht, muss man dann auch mehr bezahlen. Und also ich habe jetzt da mal der Einfachkeit halber Wikipedia aufgemacht und da steht, in Deutschland sind politische Streiks anders als etwa in europäischen Staaten wie Frankreich oder Italien juristisch nicht vom Streikrecht gedeckt. Daraus können sich Schadensersatzansprüche der Wirtschaft gegen die zum Streik aufrufenden Gewerkschaften ergeben. Das sind ja die Landwirte zum großen Teil Unternehmer. Das sind keine Angestellten, die in keiner Gewerkschaft sind. Es gibt zwar den dubiosen Bauernverband da und andere hast Landschaftsverbindungen und also LSV und was weiß ich nicht alles. Also so wegen Berufsverbände, aber die sind ja nicht da, um gewerkschaftliche Aufgaben wahrzunehmen. Was jetzt die Gewerkschaften die anderen ja auch nicht mehr machen. Die sind ja auch nur noch politische Organisationen, meistens stramm links, die sich um alles Mögliche kümmern, aber nicht mehr um die Belange der Arbeitnehmer. Vor allem, sie kümmern sich die ganze Apparatschik-Szene da drin um sich selber. Dass sie da, wie jetzt sage, ich habe ja in dem letzten Video schon den Vorsitzenden vom Bauernverband da mal aufgeschlüsselt. In die Gewerkschaften schaut es ja nicht besser aus. Ganz kurz im Grundgesetz, Artikel 1 bis 20 sind die Ewigkeitsartikel. Also die sind in Stein gemeißelt. Ne? Wenn jetzt sehr, sehr viele Landwirte, viele Spediteure und noch viel mehr Bürger für sich entscheiden, sie nehmen am 8.1. dieses Demonstrationsrecht wahr und machen eine Demonstration in ganz Deutschland. Wer soll sie da dran hindern? Wo muss ich das genau anmelden? Wann genau muss ich eine Demonstration anmelden? Weil da steht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Wenn jetzt da die Landwirte sagen, wir fahren jetzt dahin und zeigen ihren Unmut jetzt. Und wenn die das alle zufällig zum gleichen Zeitpunkt in ganz Deutschland machen, wo soll das Problem sein? Sie streiken ja nicht, sie demonstrieren. Und da steht da in dem Grundgesetz steht kein Wort drin, das dauert 30 Minuten oder 3 Stunden oder 3 Tage. Da steht nichts. Und dass eine Demonstration nicht irgendwo außerhalb im Vorgarten, da stellt er euch mal hin, da stört er nicht. Ja, das mag vielleicht der Regierung so passen, ne? Aber in dem Grundgesetz steht da mal gar nichts davor. Also Generalstreik an sich ist da schon mal das falsche Wort. Und wir